So Leute, willkommen zurück zu Golden Sun, die vergessene Epoche. Yeah, okay, in der letzten Episode haben wir uns das Intro angesehen, haben nochmal ein bisschen Tumult gemacht. Alex verprügelt gerade hier die Wachen. Bullshit-Laber. Und wir haben die Story nochmal nachgeworfen kriegen vom ersten Teil, weil es jetzt schon ein ganzes Stück zurückliegt, aber jetzt können wir loslegen. Und, hoch, was ist denn das? Warum muss ich derjenige seiner Verstärkung warten soll? Bitte lass mich einfach gehen und... Hey! Der unnötige Kerl mit den blauen Haaren ist nicht mehr bei euch. Sehr schön. Jetzt werde ich euch zeigen, auf welchem Holz ich geschnitzt bin! Aus Eichhornblattbuche! Das hatte keinen Sinn. Störend viel erscheint. Ja, Kampfsystem, alter Manier, wie immer, Dunstflamme. Wir setzen mal Dunst ein. Jenner kann Drachen beschwören. So was ähnliches jedenfalls. Und das Vieh ist tot. Ja, so viel dazu. Er macht uns fertig. Ich kann doch nicht glauben, dass ich von einem Mädchen besiegt worden bin. Ja, glaub mal. Jo, wir müssen zum Treffpunkt und dürfen uns jetzt auf dem Weg dorthin ein paar von diesen Vollhorst entledigen. Ja, da sind sie wieder. Schön langsam. Wo ist der blauhaarige Kerl hin? Wen kümmert's? Mit dem Mädchen, die im Großvater werde ich schon fertig. Das hat der Typ vorher auch gedacht, Mann. Und weißt du, was dann kam? Dunst. Zack, und verbrannt. Ach ja, ich zerfetze ihn. Oh. Vielleicht hättest du es nicht unterschätzen sollen. Vielleicht hättest du das wirklich tun sollen. Also, beziehungsweise, vielleicht hättest du das wirklich nicht tun sollen. Kennt ihr das ja noch? Hier waren wir auch in Golden Sun 1, sind wir lang gekommen. Wenn ihr euch daran erinnert, hier ist ein Djinn gewesen. Ja, ein Merkur-Djinn, um genau zu sein. Der letzte Tau. Und ja, wir gehen aber hier lang. Wir wollen ja nach Westen. Oh mein Gott! Ja, gut, hatte ich auf dich zu warten. Ihr beide geht jetzt nirgendwo mehr hin. Es sei denn, mit uns zurück zum Meister Yoden. Bam, bam. Übrigens, dieses Kampfscene, dam, gewöhnt euch gar nicht zu lange daran. Das ist nur Jenna exklusiv. Dam. Flamme verbrennt doch, ihr Deppen. Was sie leben. Und schlagen mich. Flamme. Aha, einer ist tot. Die mich verangreifen. Drei so riesige Männer auf ein kleines Mädchen. Warum sind die eigentlich doppelt so groß wie ich? Ich frag gar nicht erst. Es ist vollkommen egal, warum sie doppelt so groß sind wie ich. Und ich habe Hunger. Vielleicht hätte sie beim frischen, kräftigen zugreifen sollen. Na gut, offensichtlich werdet ihr euren Weg doch fortsetzen. Oh Mann, das wird dann wohl nichts mehr mit dem Gehaltsbonus. Richtig, denn du bist gefeuert. Offiziell. Ja, warum renne ich nicht? Ich weiß es nicht. Jenna. Ganz viele Psyne-Gescheine. Hier sind wir auch mal lang gegangen bei Golden Sun. Und was kommt jetzt? Oh mein Gott! Die Szene habe ich im Trailer benutzt übrigens. Die hier. Genau die gegen das Vieh. Dunst. Einfach weil wir es können. Bam, tot. Ja. Das war ja richtig erfrischend. Er war nicht allzu stark. Und ich habe auch total viel gemacht dabei. Ich hätte mir niemals gedacht, dass mir die Kämpferei solchen Spaß bereiten würde. Denn ich habe ja so viel gemacht. Aber wir sollten jetzt besser in Richtung der Halbinsel ziehen. Weil ich so viel gemacht habe und erschöpft bin. Ja. Jenna, du wirst sein. Zähnegestein, yay. Alte Manier, wie gehabt. Wir heilen uns mit den Dingern. Verschwinden aber leider nach einem Gebrauch. Da wir keine Heilmagie haben, konnte ich meine HP nicht heilen. Deswegen ist es vollkommen nutzlos. Wir haben Heilkräuter. Ist egal. Das muss der Treffpunkt sein, oder? Nee, sag nicht sowas. Die Halbinsel am Ende der Straße, die nach Westen führt. So hat er uns es beschrieben. Das war sarkastisch gemeint, ekelhaft, aber eher ironisch. Das muss Edijima sein. Minali sprach von einem Schiff, das hier zu finden sein soll. Wir sollten danach suchen, vielleicht können wir es finden. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Guck mal unter deinem Schuh nach. Oder da im Wasser. Jenna, es ist hier drüben. Auf den ersten Blick sieht es ja ein völlig normales Schiff aus, aber... Irgendwas ist daran ausgesprochen merkwürdig. Spring rein. Crane, warte! Oh, wie immer! Du benimmst dich wie ein Kind, das ein neues Spielzeug hat! Punkt! Mach schneller nach drinnen! Das klingt. Ja. Oh, ich hab nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Was ist los? Es ist nicht da. Wie? Wovon sprichst du? Boah, das ist so ein Kontrast, meine Stimme. Das Ding, das es antreibt. Wie meinst du das?
Was ist so wichtig an diesem Ding? Das Boot wird sich nach diesem Ding, ohne dieses Ding, ohne Ding Boot, kein Meter bewegen. Ja. Diese Menadi, sie hat uns ausgetrickst! Uns ausgetrickst? Ja, indem sie uns diesen Morschhofen Nutzer Vulkan zugespielt hat. Das ist kein Trick. Wenn dieses Boot so nutzlos ist, wie ist es dann hierher gekommen? Vielleicht ist es schiffbrüchig? Fragezeichen. Da hast du nicht unrecht. Es muss dieser Ball gewesen sein. Welcher Ball? Erinnerst du dich nicht mehr an den Kristall, den Zathoros bei sich trug? Dieses große, schwarze, perlenähnliche Ding? Ich bin mir sicher, dass er wählte. Er könne damit das Schiff bewegen, erwähnte. Jenna, Crayden. Da seid ihr ja. Wie ich sehe, habt ihr das Boot gefunden. Sobald das Leuchtfeuer strahlt, setzen wir Segel. Liege ich da richtig? Eigenartig. Was ist los? Das Leuchtfeuer. Es wurde noch immer nicht entfacht. Du hast recht. Warum dauert das so lange? Und warum ist mein Bruder noch nicht wieder zurückgekehrt? Epische Drohungsmusik. Sie haben es geschafft, Jenna! Sie haben das Leuchtfeuer entzündet! Was geschieht, Herr Crane? Warum erbebt die Erde? Oh mein Gott, das ist wirklich eine Rakete! Sie wird zum Mond fliegen! Merkwürdig. Ich glaube, es wird sogar noch schlimmer. Ich glaube, der Leuchtturm stürzt ein. Seht doch! Die Erde unter dem Turm bricht ein! Der Merkur leuchtet aber keine derartige Reaktion gezeigt. Warum ist es hier denn anders? Bam! Da ist die Insel weg! Die letzte Erschütterung hat einen Riss im Gebirge zu Hall entstehen lassen. Wie sollen wir denn jetzt nach Condor zurückkehren? Oh nein! Edelgima treibt vom Festland ab! Aber was soll denn von uns geschehen? Und das war die Endsequenz aus Golden Sun 1, also die jetzt kommt. Erinnert ihr euch? Ihr könnt gerne mal nachsehen. Es war diese Sequenz. Oh, Crane. Wie lange wird diese Insel noch übers Meer treiben? Ich weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ich wünschte, du könntest es mir sagen. Du bist auch nicht gerade eine große Hilfe. Hey, ich bin hungrig. Oh, das hätte auch ich sagen können. Ich habe nämlich auch Hunger. Wie kannst du jetzt nur ans Essen denken? Ich frage mich, was mit meinem Bruder geschehen ist. Ich bin mir nicht sicher. Aber es scheint, als hätten sie das Venusfeuer entzündet. Das musst du mir nicht sagen, jemand treiben wir deswegen über das Meer. Du wirst so gereizt, Jenna. Bei dem Begleiter kein Wunder. Nun, ich glaube, du musst dir Sorgen wegen Felix. Sag nicht sowas, Junge. Auch Isaac und seine Freunde müssen in der Nähe gewesen sein. Das waren sie vermutlich. Ich vermisse sie. Isaac. Felix. Gibt es etwas, das ich dir zeigen möchte? Hier entlang. Okay, was will er uns zeigen? Oh mein Gott, Wasserleichen! Cosma! Felix! Felix! Cosma! Cosma! Felix! Jenna! SpongeBob! Sie sind doch am Leben! Wirklich und wahrhaftig! Was ist das? Alex! Was ist hier nur los? Zitat True MG. Ja. Golden Sun, die vergessene Epoche, Leute. Es geht endlich los. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Auf mein Lieblingsspiel. Boah, war meine Stimme. Ich dachte, Felix und Cosmo wären noch immer im Leuchtturm. Äußerst wundersam. Wunder oder nicht, ich bin nur froh, dass mein Bruder noch am Leben ist. Was ist dort oben geschehen? Punkt, Punkt, Punkt. Cosma. Oh. Den Elementen sei Dank! Sie ist bei Bewusstsein! Cosma, bist du verletzt? Ich bin es! Jena! Jena? Was ist geschehen? Es scheint, als wärest du mit Felix hier an Land gespült worden. Mit Felix?
schön langsam. Bist du sicher, dass du unverletzt bist, Cosma? Wo sind wir? Auf Itijima. Wir wollten uns hier treffen. Doch jetzt driftet die Insel immer weiter von Gondoban fort. Die Insel bewegt sich. Ich weiß, Cosma, es klingt sehr unglaubwürdig. Als der Venusfluss entzündet wurde und von einem schweres Beben vom Hauptkontinenten getrennt. Das Erdrecht rund um den Turm rumorte, so als ob es zerbröckeln würde. Ich erinnere mich wieder, deshalb entfernen wir uns jetzt von Gondoban. Aber was ist mit dir geschehen, Cosma? Du warst im Meer und Satoros. Satoros und Minaya, die sind nicht mehr. Was sagst du da? Eine Gruppe von Leuten kam. Sie kämpften gegen Satoros und Minadi und waren siegreich. Was, Isaac? Isaac. Ja, ich glaube, das war sein Name. Erwartest du von mir zu glauben, dass Isaac und seine Freunde es geschafft haben, Satoros und Minadi zu besiegen?